Vielen Dank erstmal an Julia, an Theresa, an das ganze Wavelab-Team für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich darf euch heute ein bisschen das Thema Soundbranding erklären. Ein Nischenthema, deshalb sind wahrscheinlich viele auch von euch hier, um einfach mal so ein bisschen zu erfahren, was das Ganze ist, was eine Soundbranding-Agentur macht und warum das Thema tatsächlich immer wieder ein Ticken oder momentan immer wieder ein Ticken an Relevanz nochmal dazu gewinnt. Ich fange gleich mal an mit einem, Moment, genau, mit einem kleinen Slogan, den wir intern vor einigen Monaten mal für uns so entdeckt haben, der es eigentlich sehr, sehr gut beschreibt, was wir machen, warum wir das machen. Und zwar Marketing is like asking someone on a date. Branding is the reason they say yes. And Sound Branding is why they fall in love. So, Branding an der Stelle nochmal hinzugefügt. Aber genau, wir als Sound Branding Agentur sind natürlich, grenzen uns vom Marketing ab. Wir kümmern uns oder assistieren quasi im Branding für internationale Marken. Und genau, einschließlich wollte ich noch ein paar Worte zu mir sagen, damit ihr auch einmal wisst, wer vor euch steht. Ich bin Felix. Ich habe im Bachelor Dual BWL studiert bei der Tank- und Rastgruppe in Köln, Köln-Bonn. Und das Ganze hatte noch nicht so ganz viel mit Musik zu tun. Mein Leben war aber eigentlich schon immer sehr viel zentriert rund um Musik. Ich habe mit 5 angefangen, Klavier zu spielen, hatte danach relativ lange Schlagzeugunterricht, bis ich dann mit Musik produzieren in Kontakt gekommen bin, Gitarre angefangen habe und ja, auch parallel quasi immer mit Freunden Musik gemacht. Das ist so ein bisschen da, wo ich herkomme. Und was auch während meinem Bachelor quasi immer sehr, sehr präsent war und mich dann dazu bewegt hat, im Master endlich so ein bisschen auch in meiner beruflichen Laufbahn eher die musikalische Kulturmanagement-Richtung einzuschlagen. Und so bin ich nach München gekommen und habe meinen Master hier an der Hochschule für Musik und Theater, unter anderem auch bei Jule, die sogar mit in die Entwicklung des Studiengangs involviert war, ganz zentral quasi den Master da angefangen. Habe dann parallel kurzzeitig bei Act Music gearbeitet, bevor Corona dann losgegangen ist. Act Music ist in München ein München ansässiges Jazz-Label, das so ja quasi sich auf einer ähnlichen Ebene wie ECM bewegt, das ja auch in München ansässig ist. Und genau, danach bin ich dann tatsächlich erstmal für ein Praktikum, was wir auch im Rahmen unseres Studiums machen mussten, zu Amp gekommen. Hatte da eine total spannende Stellenanzeige zu gefunden und musste mich dann auch erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Was ist genau denn jetzt Soundbranding? Also was ist diese ganze Welt, dieses große Thema dahinter? Und ja, genau. Dann steige ich noch mal kurz ein zu ein paar Themen oder erstmal zu ein paar Fakten zu dem Thema Sound. Es funktioniert unfassbar schnell. Also wir brauchen nur 0,05 Sekunden, um Sound zu verarbeiten, was tatsächlich 10-mal so schnell ist, wie wenn wir einmal kurz mit den Augen zwinkern können. Das ist einfach unfassbar, wie schnell wir das Ganze verarbeiten können. Da können tatsächlich natürlich parallel zu, wenn wir jetzt uns mit Worten austauschen, absolut nicht mithalten. Der Mensch ist in der Lage, 3 bis 4 Wörter pro Sekunde zu verarbeiten, was ungefähr 40 akustischen Bits entspricht. Bei der Musik hingegen sind es 11 Millionen akustische Bits, die wir als Mensch in der Lage sind zu verarbeiten, was natürlich ja einfach mal, glaube ich, bei der großen Differenz der Zahl aufzeigt, was für eine Relevanz Sound für uns Menschen hat. Sound macht es natürlich auch total happy, wir kennen es alle, wenn wir unsere Lieblingslieder hören, wenn wir ja uplifting, fröhliche Musik im Radio hören, setzt es bei uns Dopamin frei. Wenn wir schon gut gelaunt sind, werden wir tendenziell noch mehr gut gelaunt. Natürlich kann man die Musik entsprechend seinen Moods wählen, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich immer ein Faktor, der uns hilft, schöne Momente noch schöner zu machen.
das Ganze ist an gewissen Touchpoints von sehr, sehr hoher Relevanz. Da Musik bei uns im Gehirn das Hormon Oxytocin freisetzt, hilft es vor allen Dingen jetzt bei Payment-Applikationen, die alle kennst von Apple Pay, Vertrauen zu wecken und die Prozesse viel, viel vertrauensvoller abzuwickeln, dass Kunden halt auch einer, wir nennen es schon Confirmation Sound, beispielsweise bei einer Zahlung haben, dass sie wissen, der Prozess ist abgeschlossen, alles hat funktioniert und auch hier kann Sound eine super zentrale Rolle spielen. Das Ganze haben wir auch einmal empirisch untersucht und sind dabei zum Ergebnis gekommen, dass der Score tatsächlich dreimal so hoch ist bei den Probanden, dass Sound in einem Bezahlungsprozess das Vertrauen nochmal sehr, sehr stark fördert. Im Bereich des Marketings bewegen wir uns mit Soundbranding im sensorischen Marketing, was natürlich den Sinn des Hörens anspricht. Parallel dazu gibt es noch im Bereich des sensorischen Marketings den Geruch, den Geschmack und natürlich das Haptische und das, was wir quasi mit den Augen sehen können. Tatsächlich ist es aber eher so, dass wir mittlerweile vor allen Dingen von dem visuellen Marketing total gesättigt sind. Also hier ist halt momentan eigentlich eher so ein kleiner Umbruch, weil wir kommen immer mehr in Kontakt mit Smart Speakern, mit denen wir uns austauschen. Ganz, ganz viele von euch haben wahrscheinlich auch zu Hause eine Alexa mittlerweile stehen, mit der ihr, auf der ihr verschiedene Produkte nutzt, die ihr nach dem Wetter fragt, die aber auch noch viel, viel mehr kann, die euch Auskunft gibt über Sport und zum Teil, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, antwortet euch dann aber auch eine andere Stimme als die, die ihr von beispielsweise Alexa kennt oder die Applikation, die man sich dann ja auch installieren muss, hat zum Teil andere Klänge, die dann ganz gewählt für dieses Produkt auf dem Smart Speaker installiert werden. Und hier kommt zum Beispiel dann auch Soundbranding ins Spiel, wo wir komplett neue Touchpoints haben, die wir mit dem Thema letztendlich erreichen können. Und auch Podcasts sind hier nochmal ein ganz, ganz großes Thema, die haben in den letzten beiden Jahren gesehen, auch sehr, sehr stark an Relevanz dazu gewonnen haben. Und beispielsweise auch im Pendeln hat es, glaube ich, bei vielen Pendlern hat das Ganze auch sehr, sehr viel Anspruch gefunden. Und das ganze Thema ist irgendwie gar nicht mehr wegzudenken. So viel erstmal zur Relevanz von Soundbranding. Und das Ganze haben wir dann auch nochmal in einer weiteren Studie untersucht oder wurde in einer Ipsos-Studie in den USA 2020 untersucht, dass letztendlich durch effektives Sonic Branding die Wahrnehmung der Marke nochmal fast neunfach so hoch ist. Also dass es tatsächlich die Brand Attention nochmal sehr, sehr stark fördert. Die Agentur, bei der ich arbeite, heißt AMP. Sie ist ansässig in München und wir haben ein sehr globales Team. Also wir haben Kollegen in Amerika. Im Creative Team arbeite ich direkt mit einem Kollegen auch noch zusammen, der in Irland sitzt. Also das ist wirklich sehr, sehr international. Und wir sind eine Full-Service-Agentur von Beratung in Sonic Branding, aber auch Produktion. Also wir haben eigene Produzenten, auch direkt hier in München sitzen und arbeiten parallel mit einem globalen Künstlernetzwerk, die wir dazu einbinden, wenn es um Komposition zum Beispiel für Sonic DNAs gibt. Aber dazu komme ich gleich nochmal, um euch auch erstmal das Thema Sonic DNA ein bisschen näher zu bringen, was an sich auch nicht direkt selbsterklärend ist. Für die Arbeit gab es schon viele Awards. Das war alles so vor meiner Zeit, also damit kann ich mich noch nicht direkt in Verbindung bringen. Das ist aber sehr beeindruckend, was schon in den letzten Jahren da für Arbeit geleistet wurde und auch dementsprechend an Aufmerksamkeit bekommen hat. Unser Geschäftsführer, der Michele Arnese, ist auch
den Forbes Council mit unter anderem ja, häufig vertreten mit Beiträgen, mit Artikeln. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal einen Blick reinwerfen. Und ja, sind halt auch ganz aktiv mit dabei, die Branche des Sonic Brandings mit zu formen. Und ich glaube, Uli ist heute auch im Call. Das ist unser Global CMO, der auch immer ganz häufig auf Talks vertreten ist und quasi Leuten das Thema Sonic Branding einfach mal näher bringt und das schon einfach seit sehr vielen Jahren. Genau, ich habe es gerade schon mal angesprochen. Das ist unser Team. Wir sind in den letzten Monaten sehr, sehr stark gewachsen. Also es kommen wirklich sehr, ja, irgendwie sehr regelmäßig sehr viele neue, spannende Menschen hinzu, die wirklich alle die unterschiedlichsten Hintergründe haben. Natürlich meist sehr fokussiert auf Musik. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sprachen wir sprechen, wie viele verschiedene Instrumente wir spielen. Es gab Statistiken, ich glaube, die müssten wir an der Stelle jetzt dieses Jahr mal wieder so langsam aktualisieren. Ja, aber es ist super spannend, wo wir quasi alle unseren Weg zu Amp gefunden haben, zu Soundbranding. Für viele ist es auch tatsächlich, das, ja, wie für mich tatsächlich der Erstkontakt mit der Branche, nachdem sie schon bereits ja, häufig in der Musikbranche auch schon gearbeitet haben. Und genau. Dann eine kurze Übersicht von unseren ja, globalen Kunden. Prominentester, oder sag ich mal, unser mitunter längster Kunde ist Mastercard, den wir schon sehr, sehr lange betreuen. Ja, aber auch in Deutschland ansässige Marken wie ADAC, war ein Projekt, auf dem ich ganz viel letztes Jahr gearbeitet habe. Schernau war auch ein spannendes Projekt letztes Jahr, wo ich euch an der Stelle einfach mal so ein bisschen darauf hinweisen würde, auf unserer Webseite sich später mal die einzelnen Projekte anzugucken, weil wir haben meistens für die, also vor allem für Mastercard, vorproduziertes Videomaterial, was auf der Webseite einsehbar ist, ist ein bisschen den Rahmen sprengen würde, wenn ich das alles in den Talk abspiele und euch im Detail mal zeige. Was wir heute machen, ist quasi uns einmal ja, tatsächlich die Technik, die Theorie hinter dem Sonic Branding anzugucken, wie wir das als Agentur angehen, was Sonic Branding für uns heißt, was das Sonic DNA ist und wie wir mit unseren Kunden arbeiten. Was wir an erster Stelle uns erstmal anschauen, wenn wir einen neuen Kunden haben, ist, wie sie natürlich mit dem Thema Sonic mit Audio umgehen. Und das ist ja häufig ganz unterschiedlich. Also viele Kunden haben eventuell schon ein Sonic-Logo, was man aus dem Radio kennt, was in Fernsehspots verwendet wurde und ist in der Regel auch schon relativ verbreitet. Man kennt es von der Telekom, man kennt es von Intel, McDonald's hat ein ganz, ganz bekanntes Sonic-Logo. Und ja, das ist letztendlich so gesehen das Äquivalent zum visuellen Logo, was natürlich eine super hohe Relevanz hat, aber tatsächlich noch eine Stufe weitergetragen werden kann. Dazu kommen wir gleich. Diese Folie liest sich von links nach rechts. Man sieht einmal quasi, dass man einen ja, eher taktischen Ansatz zum Sonic Branding haben kann, wo man einmal letztendlich Musik komplett ohne irgendeinen strukturellen Ansatz verwendet. Das heißt, ich verwende für Kampagnen, für meine Social Media Kanäle Stock Music, Musik aus dem Weltrepertoire, die ja mehr oder weniger wahllos gewählt wird, dann natürlich meist den Stimmung in dem Video passt oder sich anpasst, aber tendenziell jetzt nichts direkt mit der Marke zu tun hat. Das Ganze kann, wenn man das natürlich, wenn man jetzt einen Song von Doja Cat für seine Kampagne haben möchte, unter Umständen sehr kostspielig sein, warum das Thema Sonic Branding natürlich interessanter wird. Dazu aber auch nochmal später. Dann gibt es wiederum Marken, die das Ganze ein bisschen strategischer oder noch taktischer angehen und ihre Musik und Tonalitäten schon ein bisschen eher abstimmen, auf, ja, dass sie dementsprechend der Marke passen oder dass die Tonalitäten dann entsprechend für ja, Kampagnen etwas sich durchziehen, dass quasi, wenn man eine Linie
für E-Fahrzeuge hat, dass die Tonalität relativ gleich bleibt, durchgehend bei den Kampagnen. Dann wiederum gibt es ja, fixe Intros, Autos, die verwendet werden von einigen Brands. Das Ganze deckt letztendlich dieses taktische Segment ab. Und dann kommen wir schon zum strategischen Ansatz von Sonic Branding, dass letztendlich ja, Sonic Cues vorhanden sind neben einem Sonic-Logo, die konsistent an verschiedenen Touchpoints verwendet werden. Dass man Intros hat, die man beispielsweise in einem Podcast findet, die aber auch auf Events verwendet werden als Intros und die man immer wieder mit der Marke in Verbindung bringt. Das können Melodien sein, die dann in verschiedenen Arrangement produziert werden, aber dass man halt letztendlich immer die Melodien erkennt. Das Ganze kann man dann als holistisch bezeichnen, wenn man über eine Sonic DNA verfügt. Denn Marken brauchen einen ja, tendenziell etwas mehr flexiblen Ansatz, als wenn ich jetzt nur eine Melodie habe, wie, ba, 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 wie wir es vom Intel kennen, was total limitiert. Daraus jetzt einen Event-Sound zu machen, ist natürlich möglich, aber daraus jetzt einen ganzen Song von der Kampagne zu bauen, wird tendenziell eher schwer. Und das ist das Thema, wo die Sonic DNA ins Spiel kommt, die sich eben vor vielen Jahren, also das komplette Konzept auch hat copyrighten lassen. Und was das Thema Sonic DNA ist, dafür haben wir ein sehr, sehr schönes Beispiel, was ihr auch alle, glaube ich, sehr, sehr gut kennt. Und da habe ich jetzt erstmal ein Video mitgebracht. Das geht so gut 2 Minuten und ich würde das einmal abspielen, damit ihr ja, eine Einführung in das Thema Sonic DNA bekommt. Viel Spaß. The James Bond Sonic DNA is more than a jingle and more than just a single melody. It consists of various chords. Riffs. And melodies. These ingredients make the James Bond brand flexible and recognizable in different aspects of storytelling, different cultures, and across time in different Bond songs. The unique James Bond chord progression shapes moments of suspense, action, and romance. The Sonic DNA ingredients also demonstrate impressive flexibility in different cultural adaptations. Let's take the riff on a journey. Sonic DNA ingredients evolve with the zeitgeist. They are also used to create new Bond songs with different artists over time. Let's take some ingredients through the time machine. The Sonic DNA of James Bond does something that a single melody can't do.
Enable the James Bond brand to build a flexible and recognizable sound identity over the course of many years. Genau, was dieses Jahr vielleicht ein bisschen untergegangen ist, nachdem Will Smith Chris Rock seine Meinung mehr oder weniger etwas sehr direkt ausgedrückt hat, ist tatsächlich, dass auch jetzt der Song von Phineas und Billie Eilish den Oscar gewonnen hat für die beste Filmmusik. Und das Ganze zeigt auch nochmal ein bisschen, wie sehr das Konzept tatsächlich funktioniert im Bereich der Filmmusik. Das ist kleine Randinformation. Das Ganze nochmal ein bisschen visualisiert, was wir gerade in dem Video gesehen haben, nennen wir Sonic DNA. Wir komponieren in Zusammenarbeit mit Künstlern für unsere Kunden individuelle Brandmelodien, Brandchords, Brandriffs, und das Ganze ergibt im Grunde genommen die Sonic DNA, die wir den Kunden natürlich für ganz viele verschiedene Assets zur Verfügung stellen, von Podcast-Intros, von Custom-Soundtracks, die wir auf Basis der Ingredients, nennen wir sie auch, die wir dann zur Verfügung haben, auf Basis dessen wir Custom-Soundtracks produzieren. Das Ganze hilft uns aber auch, daraus kleinere Sounds und Sonic Assets zu bauen, beispielsweise Event-Sounds wie UX-UI-Sounds. Das kann ein bisschen dann ins Detail gehen, wie wenn ihr jetzt in einer App bezahlt oder ihr kennt alle den, wenn ihr eine Mastercard-Kreditkarte habt, den Checkout-Sound von Mastercard. Das sind beispielsweise Sonic Assets, die auf Basis der Sonic DNA gebaut wurden und natürlich das Ziel haben, die höchste Wiedererkennung für die Marke dementsprechend zu liefern. Als Agentur versuchen wir dadurch natürlich, den Kunden eine 360-Grad-Brand-Experience zur Verfügung zu stellen, die über die rein visuellen Touchpoints hinausgeht. Und wie eingangs schon erwähnt, durch verschiedenste Kontaktpunkte immer relevanter wird und die natürlich irgendwie auch neu sind für Marketing- und Branding-Abteilungen, sich damit auseinanderzusetzen. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben zum Teil Kunden, die selbst total musikalisch sind, mit denen dann ein Austausch oder das Reden über Musik sehr, sehr viel einfacher ist. Aber man merkt ganz häufig, wenn man dann in Details einsteigt und erstmal Melodien von Riffs total unterschreiben muss und beziehungsweise erstmal muss man da quasi ein bisschen educational Aufbauarbeit leisten, dass man da dementsprechend dann weiß, worüber man spricht. Und das ist jetzt immer super unterschiedlich. Und das macht die Arbeit mit den Kunden einfach auch total spannend, weil man sich da immer sehr flexibel einstellen muss. Und um dann halt zu schauen, wie man tatsächlich die doch nicht so ganz simple Thematik oder am besten rüberbringt und Leute auch ermutigt, über das Thema zu sprechen. Zu Themen, zu denen man nicht so viel sagen kann oder sich noch nicht so, selbstbewusst dann äußern kann, ist tendenziell manchmal eine etwas größere Hürde, Feedback zu geben. Aber das ist quasi auch immer so ein bisschen die Challenge dann in meinem Job, das bei den Kunden dann quasi diese Educational Gap zu schließen. Und was ist jetzt genau natürlich neben dem Wiedererkennungsgrad, neben der Flexibilität, die wir von den Melodien haben, von den Riffs, was wir in dem Video gesehen haben, was so ein bisschen auf die Reise geschickt wurde durch verschiedene Kulturen, durch verschiedene Tonalitäten, haben wir auch rein rechtlich einen riesen Vorteil, den Sonic DNA mit sich bringt. Denn das ist für jedes Sonic Asset, was geschaffen wird, in einem unterschiedlichen Arrangement, muss kein neues Copyright geschaffen werden. Die komplette Komposition ist schon vorhanden und kann letztendlich flexibel immer wieder verwendet werden. Und das Ganze kann von anderen Agenturen aufgegriffen werden, die im Grunde genommen dann unsere Sonic Guidelines, für den Fall, dass wir das Ganze komponieren, auf unsere Sonic Guidelines zurückgreifen und dann auf dem Fundament
dass wir quasi durch die Sonic DNA geschaffen haben, weitere Sonic Assets, Kampagnen für eine Marke, für Veranstaltungen, für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsfälle erstellen. Und das Ganze ist natürlich auch unter dem Aspekt interessant, dass Audio auf Plattformen wie TikTok immer relevanter wird und ja, irgendwie auch total essentiell ist. Und um sich dort zu differenzieren, ist das natürlich auch einfach ein total interessanter Faktor, sich mal mit dem Thema Sonic DNA, Sonic Identity von sich selbst als Brand auszugehen. Wir erreichen dadurch durch eine Sonic DNA Awareness, Recognition von den Brands. Aber was wir auch häufig sehen, ist, dass sich natürlich um die Musik herum, die jetzt auch aus dem Pop, aus dem Bond-Beispiel, eine komplette Pop-Culture bilden kann. Also das ist natürlich der Optimalfall, dass Musik so viel oder so gut die Brand-Values kommuniziert und irgendwie so viel Engagement bei den Leuten schafft, irgendwie auch so viel Begeisterung, dass man dadurch eine ganz eigene Chance hat, eine Community zu bilden, die ein viel intimeres Branding sozusagen ermöglichen. Genau. Die Vorteile nochmal zusammengefasst auf einer Slide sind letztendlich, dass wir natürlich uns Gedanken machen, passt die Musik sozusagen zur Marke. Wir haben einen Ansatz, der letztendlich davon ausgeht, dass wir erstmal hergehen und die Kernwerte einer Marke analysieren. Das Ganze nennen wir Brand Analysis und mit dem Material machen wir dann einen sogenannten Distillation-Prozess, wo wir das komplette Wording, was auch dazu geeignet ist, letztendlich Musik zu beschreiben und ganz häufig aus Brandbooks vor allem in dem Bereich kommt, wo die Bildsprache beschrieben wird, wie mit Farben gearbeitet wird. Das alles sind Aspekte, die wir halt auch verwenden können und parallel dazu natürlich dann zu nutzen, um Briefings zu schreiben für Künstler, für Musiker, die dann hergehen, um die Sonic DNA zu komponieren und die Musik tatsächlich zu erschaffen. Und dieser ganze Prozess, der ermöglicht natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität der Komposition und dass es sehr, sehr gut auf die Marke abgestimmt ist und dass man schon beim Hören theoretisch Assoziationen bekommt, was bei einer Marke man sich gerade oder von welcher Marke man gerade dieses Sonic Acid hört. Der mitunter größte Vorteil ist dann noch die Consistency, also nicht ohne Grund sagt man, Consistency is key. Das Ganze gilt auch in der Welt des Brandings, dass wenn ich natürlich an allen Touchpoints dieselben Melodien habe, die immer mal wieder unterschiedlich produziert sind, ein unterschiedliches Arrangement und unterschiedliche Tonalität, aber trotzdem der erkennbare Erkennungsfaktor da ist, dann ist das Ganze, hat es natürlich einen super, super hohen Branding-Wert, wo sehr, sehr viel Geld immer im visuellen Bereich investiert wird oder auch wurde und man ganz lange halt gar nicht darüber nachgedacht hat, dass das Ganze natürlich auch im musikalischen, im Soundbereich parallel natürlich genauso gut funktioniert, wenn nicht sogar besser, wie wir es an den Zahlen eingangs gesehen haben. Das Sonic DNA ist ein sehr kosteneffizienter Ansatz. Man schafft quasi einmal das Copyright, was man dann natürlich nicht erneuern muss. Das reduziert enorm die Lizenzkosten. Wir alle kennen die Zahlen, wenn es mal wieder Super Bowl Zeit ist, wie viel Geld Marken dort für einfach nur für die Sendezeit ausgeben. Wenn man jetzt, glaube ich, noch die Zahlen dazu rechnen würde, wie viel Geld sie für die Musik ausgeben, wird das Ganze nochmal sehr, sehr stark steigen. Und an der Stelle ist es natürlich auch sehr interessant für Marketeers, für Leute, die sich mit Branding für Marken auseinandersetzen, hier mal einen Blick auf die Thematik Sonic Branding, Sonic DNA zu werfen. Und natürlich hat man auch ein geringeres Risiko, dass man irgendwelche Probleme bekommt durch Copyright-Issues, dass eventuelle Klagen auf einen zukommen, wenn man
Songs verwendet hat, musikalische Snippets, wo es keine Einwilligung gab vom Urheber. Das Ganze ist quasi bei einer Sonic DNA abgesichert. Abschließend möchte ich jetzt noch mal kurz auf ein bisschen technischeres Thema eingehen, was wir bei Ant Sonic OS nennen. Das ist für uns ein quasi Ansatz neben unserer, wir versuchen natürlich immer so objektiv wie es geht, an jede Marke heranzugehen, die Marke zu analysieren, uns quasi komplett darauf einzulassen. Aber natürlich bietet uns die Technik mittlerweile, vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz, auch die Möglichkeit, Musik sehr gut und sehr tiefgehend zu verstehen, zu analysieren. Und wir können das auf der anderen Seite natürlich auch gegenüber den Kunden verwenden, um unsere Arbeit ein wenig zu benchmarken, zu testen. Und genau das ist letztendlich auch ein sehr elementarer Bestandteil von Sonic OS, der aus vier verschiedenen Bereichen besteht. Einmal ist es der Sonic Radar, der uns einmal, bevor wir auch anfangen, mit Kunden zu arbeiten, einen Überblick gibt, wie Cross-Channel letztendlich die kompletten Tonalitäten ausgeprägt sind. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein klassischer Radar, wo dann im Uhrzeigersinn verschiedene Tonalitäten dran stehen, wie Uplifting, wie Sad, manche haben zum Teil auch eher Aggressive Music, Happy Music. Und das Ganze wird uns dann in einer Art Spider-Graph ausgespielt, um einfach mal die Tonalitäten auf einen Blick verfügbar zu haben, wie denn tatsächlich der Klang eine Marke über einen gewissen Zeitraum, über alle Channels hinweg, also wir sprechen hier von Instagram, YouTube, TikTok, denn tatsächlich ist. Also das ist unser Sonic Radar. Dann haben wir den Sonic Check, wo wir verschiedene Emotional KPIs testen, wie Recall, Uniqueness, Engagement und noch verschiedene weitere Attribute. Da muss man natürlich immer ein bisschen das Ganze muss man ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Sagen wir auch immer, das ist so ein bisschen Sanity Check, wo wir die Werte, die wir ausgespielt bekommen für ein Musical Asset, was dann dementsprechend immer gegen einen Benchmark getestet wird. Ein Benchmark kann zum Beispiel ein Sektor sein, wie Versicherung beispielsweise, wie Automobilsektor. Und da werden quasi alle Assets, die die künstliche Intelligenz in dem Bereich schon mal gelernt hat, werden als Benchmark gewählt. Die kann man eingrenzen und dementsprechend seine Sonic Assets, die man auf der Plattform dann hochlädt, gegentesten. Und das Ganze gibt uns dann immer eine Indikation, ob wir natürlich mit den Assets, mit den Melodien, mit denen wir arbeiten, dass die halt dementsprechend einen gewissen Standard treffen oder im besten Fall natürlich drüber liegen. Das Thema Sonic Space ist dann letztendlich so ein bisschen der Container, wo unsere kompletten Sonic Assets letztendlich dem Kunden am Ende auch zur Verfügung gestellt werden. Also es ist natürlich keine Verpflichtung, das so zu machen, aber es ist sehr, sehr praktisch, weil auch dort, vor allem für größere Kunden, jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz, Deloitte, Mastercard, häufen sich über die Jahre sehr, sehr viele Assets an. Also wir sprechen hier wirklich von über 100 verschiedenen Sonic Assets, die natürlich an verschiedenen Stellen immer wieder verwendet werden können. Und da besteht jetzt natürlich das Problem, wie finde ich jetzt für mein 15-Sekunden Instagram-Video das richtige Asset. Und auch da bieten wir dann zum Beispiel einen Similarity Search an, dass dementsprechend man hingehen kann, entweder nach Keywords sucht, wie eine Tonalität, die man dann halt dementsprechend in seiner, in der Musik halt letztendlich ausgedrückt haben möchte. Oder man kann auch tatsächlich hingehen von Spotify, sich einfach einen Reference-Track raussuchen, den dort eingeben und bekommt dann tatsächlich auf Basis der künstlichen Intelligenz einen Track ausgespielt, der am ehesten passen würde. Abschließend haben wir dann noch den Sonic Monitor, der quasi komplett die KPIs, verschiedene, die wir dann für den Kunden festlegen, monitort über eine gewisse Zeit und immer einsehbar sind oder einsehbar ist, um natürlich auch nachhaltig so erkennen zu können als Kunde, hat sich das jetzt gelohnt,
eine Sonic DNA zu entwickeln, die verbessert sich unter Umständen mein Engagement. Und da haben wir eigentlich Feedback, dass es ein super wertgeschätztes Tool ist, weil natürlich im Unternehmenskontext muss man sich für seine Entscheidungen irgendwie natürlich auch immer rechtfertigen. Und da sind Zahlen natürlich immer ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr guter Ansatz, das Ganze intern dann ein bisschen objektiver natürlich auch noch zu erklären. Zuletzt möchte ich dann noch einmal kurz auf meine Rolle eingehen, was ich bei AMP mache als Junior Sonic Branding Creative. Also meine Arbeit besteht eigentlich täglich, also nicht täglich, natürlich habe ich Sonic Workshops mit unseren Kunden, aber natürlich fließt dann sehr, sehr viel Zeit rein, die Workshops vorzubereiten. Da haben wir immer sehr, sehr viele verschiedene, da haben wir feste Prozesse, die wir immer durchlaufen. Natürlich müssen wir erstmal eine Sonic DNA entwickeln, bis wir dann zu dem Part kommen, wo wir uns damit befassen, welche Melodie sehr, sehr zentral für ein Stück ist, die dann ein Sonic-Logo-Kandidat werden kann. Also dementsprechend bin ich immer sehr viel damit beschäftigt, die verschiedenen Workshops vorzubereiten. Ganz zu Beginn beginnt das mit der Brand-Analyse, mit der Übersetzung der Marke in klangliche Attribute. Dann erstellen wir Moodboards, wo wir Identifikation von, wo wir musikalische Äquivalente identifizieren. Diese klanglichen Attribute, die wir dann festlegen, einfach auch mal versuchen, für den Kunden ein bisschen hörbar zu machen, dass er eine Vorstellung davon hat, wenn wir ihm sagen, okay, wir möchten einen Confident Rhythm haben, also einen Driving Rhythm, irgendwie soll Thumping sein, dass man da einfach so, die Keywords, das sind nicht unbedingt Sachen, die direkt verständlich sind. Deshalb haben wir Moodboards, die wir hinzuziehen, um einfach unsere Beschreibung ein bisschen hörbar zu machen. Das ist Teil meines Jobs, das quasi zusammenzustellen, mit den Kunden dieses Wording abzustimmen und dieser ganzen musikalischen Übersetzung übergeordnet haben wir Sonic Principles, das sind immer 4 bis 5, manchmal auch 1, 2 mehr, die wir dann dementsprechend festlegen, um die Tonalitäten bzw. den Klang der Marke zu beschreiben. Aus dieser kompletten musikalischen Übersetzung geht dann letztendlich das Kreativbriefing hervor, was von unserem Artist and Services Team verwendet wird mit globalen Künstlern, mit dem globalen Künstlernetzwerk an den Kompositionen zu arbeiten. Und in die Prozesse sind wir dann auch mit eingebunden, die Komposition zu feedbacken, die Produktion und dementsprechend natürlich das Ganze dann wieder den Kunden zu präsentieren und musikalisch auch möglichst gut zu beschreiben. Genau. Und so viel erstmal zu dem, was ich jeden Tag mache. Also das sieht jetzt gerade so strukturiert aus, aber tatsächlich ist jeder Tag anders. Also es ist auch immer, es ist ein sehr, sehr spannender Beruf, muss man schon sagen, der mich sehr, sehr gepackt hat vor einem Jahr, seitdem ich jetzt in der Branche arbeite. Und wenn ihr da gleich noch Fragen zu habt, freue ich mich da gerne, ein, zwei Sachen dazu zu beantworten. Und dann wäre ich jetzt auch schon soweit bei meiner letzten Slide. Genau, also wir bei AMP verfügen noch über ein bisschen Material, wenn euch das Thema ein bisschen weiter interessiert. Wir haben einmal ein Sonic Branding Magazin, das ist tatsächlich auch das erste. Also ihr merkt, das ist eine sehr, sehr kleine Branche, die momentan ziemlich rasant wächst, wo wir in jedem Issue verschiedene Themenbereiche abdecken. Zum Beispiel heute gerade erst ist das neue Magazin zum Automotive-Sektor rausgekommen, falls euch das interessiert. Das Issue hat sich, oder die zweite Edition hat sich mit dem Thema Insurance beschäftigt. Also das könnt ihr ganz einfach von unserer Webseite runterladen. Da stehen auch sehr, sehr viele interessante Interviews und Fakten nochmal dazu drin. Dann haben wir eine Reihe, die nennt sich 101 Great Minds, die vom Uli Rehse, unserem CMO, geführt wird und der sehr, sehr aktiv mit den Top-Leadern, mit den CMOs in der Branche den Austausch sucht, den das Thema Sonic Branding näher bringt
und das Ganze immer jedes Jahr in ein Buch rausbringt, wo dann tatsächlich immer 101 Interviews drin sind, die auch sehr, sehr spannend zu lesen sind. Also wirklich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Für mich war jetzt letztens vor allem das Thema Formel 1, hat mich so ein bisschen in Corona gepackt. Und da gab es dann auch ein Interview zum Beispiel mit der CMO von der Formel 1. Also ich bin mir sicher, da ist für jeden irgendwie individuell was dabei. Man irgendwie auch bei uns auf der Seite einfach mal suchen kann nach den verschiedenen Marken und bestimmt ein, zwei interessante Interviews für einen dabei sind. Und zu guter Letzt haben wir ein Best Audio Brands Ranking, wo wir die ganzen Marken jährlich ranken, wie effizient sie das Thema Sonic adressieren, wie gut sie das umsetzen. Und um das natürlich auf so einer Skala auch messen zu können, ist natürlich auch super hilfreich, dass wir dort das Sonic OS Tool haben. Und genau, dann findet ihr noch einen kleinen QR-Code. Ihr braucht es gar nicht im Browser eingeben oder nachher suchen eigentlich. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, einfach eure Smartphones zücken und genau den Code dann einfach abscannen. Das ist so eine Art Linktree und da könnt ihr dann letztendlich zu unseren komplett verschiedenen Kanälen einmal könnt ihr aussuchen, was ihr euch anschauen wollt. Und genau, dann würde ich an dieser Stelle dann zum Fragenteil übergehen und freue mich auf eure Fragen. Danke fürs Zuhören.